Herzlich willkommen wieder zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Ein sehr dichter Nebel herrscht hier vor und anscheinend beeinflusst er auch welche Gegner spawnen. Zumindest sind da hinten riesige Gegner zu sehen. So ganz nebenbei bemerkt, ich denke mal, es sind wieder Wassergegner, oder? Das heißt, theoretisch könnte man hier auch wieder mit Vollstrecker gut farmen. Sollte man einfach nur einen Pentagon-Chip für Drawmarch mitnehmen. Wäre vielleicht was, falls man so auf Level 90 zusteuert. Aber ich werde eine ganze Weile lang gar nicht trainieren, das weiß ich sowieso schon. Von daher kommt das eben erstmal nicht in Frage. Aber vielleicht ist es ja für andere ganz nützlich, einfach die alte Strategie auch hier nochmal anzuwenden. Wir stehen jedenfalls kurz vor der Omega-Fessel hier, wenn mich nicht alles täuscht. Und von daher sehen wir mal, wie sich alles entwickelt. Oha, schon wieder so ein krasses Vieh, wow. Ja, unsere Leute sind das letzte Mal so ein bisschen misstrauisch wieder geworden. Auf jeden Fall. Ich meine, die ganze Hintergrundgeschichte hier mit Adam und so, es wirkt alles ein wenig suspekt nach wie vor. Vereistes Trümmerfeld, okay. Wow, was für ein Nebel. What is this place? A battleground from the Aegis War. There are many things here, I remember. The walls and floors are melted. Must have been a hell of a battle. Ophion isn't the only artifice. You've already seen one other, Siren, the one Mithra commands. But during the war, there were countless artifices wielded by Malos. So it's a sight of a fight against him. Say, what are these artifices anyway? We've only actually met Ophion. We've never even seen Siren, just that light thing it shoots down. They're a power granted to the Aegises. Divine swords sleeping in Elysium, far above us all. Hold on, I thought Elysium was a paradise, not a scary weapon stash. I don't know. What do you mean you don't know? All that I can find in the corners of my memory is that townscape. I don't know why Father created me, or created the artifices. That's what I want to find out. Pyra. It's okay. We'll find out once we get there. I don't think... Open a chest, it might turn out great. But until then, it's just a crate. That's rule 4 of the Salvager's Code. Ha-ha! Rex, comparing Elysium to dirty old sea junk? Oh Mann, typisch, aber gut. Ich weiß auch nicht, das ist interessant wieder. Wieder einmal ein anderer Blickwinkel auf Elysium. Eine riesige Waffenkammer, naja. Das wird es wohl kaum auch noch sein, aber mal sehen. Ich könnte mir eher vorstellen, vielleicht ist Elysium einfach so der größte Fortschritt gewesen. Wenn es ganz hoch oben irgendwo ist, wer weiß das schon. So der letzte Punkt vielleicht. Der letzte große technologische Punkt, aber mal sehen. Ja, und hier die ganzen Trümmer und was weiß ich. Manchmal glaube ich ja fast, und das könnte wirklich gut möglich sein, dass der König hier auch eigentlich nur sein Volk schützen will, indem er die Technologie zurückhält, weil er vielleicht auch selber gesehen hat, was es verändern könnte. So ähnlich wie vielleicht Shin, wo man ja auch die Theorie durchaus aufstellen kann, dass es einfach so die Menschheit verändert hat ein bisschen. Wow, ich muss echt aufpassen. Ich würde mir allerdings gerne einen Schatz hier krallen. Ich hoffe, das bereue ich jetzt nicht. Nichts wie weg. Hier sind alle wieder extrem hoch gelevelt. Das ist echt erstaunlich. Aber okay. Wobei, das ist auch interessant. Das ist auch ein Phänomen, das kann man immer wieder beobachten. Das Monster eigentlich überall, wo so ein Aegis-Krieg stattfand, ziemlich stark sind. Ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass das extra so ist. Es ergibt aber auch Sinn, weil ich könnte mir vorstellen, naja,
Ich weiß nicht, wie viel Äther-Energie hier so verschossen wurde, etc. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das hier Kreaturen auch durchaus stärker macht. Beziehungsweise ist alles ein bisschen lebensfeindlicher und dadurch entwickeln die sich dementsprechend. Das liegt ja jetzt auch schon Ewigkeiten zurück. Naja, nur eine weitere kleine Theorie am Rande, um sich ein bisschen die Zeit hier zu vertreiben, während man auf diese Ruinen hier zusteuert. Wo auch immer wir jetzt sind. Aber das ist quasi alles von damals, alles Überreste des Aegis-Krieges. Und man merkt ja auch wirklich daran, dass es die anscheinend wirklich bei jedem Titanen zu geben scheint, letzten Endes, dass das wirklich eine globale Krise war. Und Temperantia hat es ja richtig, richtig hart getroffen, das merkt man auch. Ich meine, man braucht sich alleine schon das Bild hier anzusehen, wenn man in der Schnellreise ist. Da sieht man ja, da oben, na, ich kann das mal kurz markieren. Wo ist es hier? Das ist der hier, ne? Temperantia. Da sieht man ja, dass wirklich alles richtig aufgebrochen ist. Das ist ein Wunder, dass dieser Titan anscheinend überhaupt noch irgendwie lebt. Oder ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob der überhaupt noch richtig lebendig ist oder schon längst tot und eigentlich einfach nur so groß ist, dass man oben noch rumspazieren kann. Ich bin mir da echt nicht ganz sicher, weil das sieht aus, als würden die ganzen Knochen einfach rausstehen bei Temperantia. Das sieht richtig brutal aus, um ehrlich zu sein. Ja, und Instrumente, also das hat mich jetzt extrem an Xenoblade X beispielsweise erinnert oder auch eher, sage ich mal, an die anderen Xeno-Spiele außerhalb von Xenoblade. Ich bin schon gespannt, was auf uns zukommt, aber das ist so typisch für Monolith, sage ich mal, für die Entwickler hier. Dass es wieder irgendwelche Mechs gibt oder was weiß ich, das ist klar, dass das nicht lange auf sich warten lässt. Da sind die große Fans davon. Genbus Kopf, okay, wir sind also angekommen. Okay. Endlich. My prince, look over there. Would you look at that? I guess we've arrived. Whoa, it looks way older than the palace. Yes, it seems untouched by the ravages of time. Tja, ist ja auch schon weit, weit weg von allem anderen so. Und wieder mal so eine Art besondere Tür. Wow. That's it. Looks like a core crystal. Is that the Omega Feta? Yes. That's Ophion's control core. It was originally a conduit that I used to communicate with Ophion. We have to hurry. Yes, you're right. Well, can you fix it? Shut up. I'm sorry. Mithra? Whoa. In that case... Are we rising? All right, Prince. I've told Genbu to resume circling the Cloud Sea once he's done rising.
Nice. Looks like we made it after all. Oh, great news! Oh, Tora was not look forward to becoming flat as Argenta Monkfish. A job well done, eh? Hey, Rex, you can remove that thing now. Hmm. So it was hidden all the way out here. What? No wonder we couldn't find it. I'd just been wondering whether it was time to make an exit. Thanks for saving me the trouble. Lovely to see that tedious woman isn't here to get in our way this time. Care to join me in a dance of death, Nia? I think I just threw up in my mouth a bit. Mean little girl. You've come for the feta, haven't you? Perceptive, kid. Condescending much? It's not like there's anything else here. You are so mean. Now, hand it over nicely would be the classic line, but no. I'm not letting you escape with your lives. For Jin's sake. Where are Jin and Malos anyway? There are a few things I need to ask them. Frankly, I don't think they've got much interest in what you have to say. Sure about that? Quite sure, yes. Not to interrupt the verbal sparring, but how do you plan on doing anything without your blades? We're no pushovers, you know. Oh, we're quite aware of that. We just don't need them. You see? Explain yourself. They're blades? Worse. Flesh eaters. Bravo! Very good. We've had many an interruption in the past. But here, that seems less likely. So let's go all out. You can try, but I assure you, we won't go down easy. I wouldn't have it any other way. Like I said, all. Die Musik. Der Wechsel der Musik ist interessant. Okay, Moment. Moment, kann ich kurz? Nee, ich kann anscheinend nicht rüber wechseln. Ah ja, Flash Eater also. Okay, alles klar. Wir wussten ja, dass die Blades sind irgendwie. Oh mein Gott, ich habe meine Klingen nicht gewechselt. Oh Gott. Das könnte interessant werden. Ich gehe übrigens erstmal voll auf sie. Ich glaube nicht, sie hat im letzten Kampf irgendwas geheilt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas war bei ihr jedenfalls besonders. Oh Gott. Ich habe furchtbare Klingen dabei. Das wird ein Desaster. Die machen noch nicht mal großartig Schaden. Das ist nicht gut. Vor allem, weil ich gerade jetzt natürlich Nia spielen muss auch noch. Okay, zumindest. Wenn unsere Heals regelmäßig triggern, sollten wir eigentlich ganz gut zurechtkommen. Ich meine, wir sind zumindest ihnen etwas über... legen, denke ich, leveltechnisch, von daher. Aber es wird halt wahrscheinlich ein bisschen lange dauern. Das ist eher das Problem, glaube ich. Kommen wir zum Lichtstrahl noch, oder? Naja, es wird schon gehen. Mein Gott. Schnell. Ich glaube, er hat es noch ausgelöst, oder? Hat er nicht? Doch, jetzt, okay. Jetzt habe ich natürlich keine Elektroklinge dabei. Das ist natürlich toll. Ich weiß überhaupt nicht, was die anderen gerade haben. Oh Gott. Oh, jemand hat unsere Kette generell ein bisschen durchbrochen, oder? Da ich keine Ahnung habe, was ich dabei habe, sollte ich gegebenenfalls... direkt meine Angriffsketten triggern, würde ich sagen. Warte, was ist hier passiert? Ist einer tot? Nee. Hä? Ich bin dezent verwirrt, aber okay. Ja, stimmt, sie liegt am Boden, was? Oh, lol. Okay. Ja, wisst ihr, was wir machen? Dann muss ich halt meine Kombos frühzeitig raushauen. Dann kämpfen wir halt mit relativ billigen Tricks diesmal.
Kein Thema. Ich wünschte, ich hätte echt noch mal kurz wechseln können. Oh Gott, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Aber wir haben hier so häufig einfach Klingen gebraucht. Das ist es eben, ne? Wir haben hier halt echt häufig Gebrauch gemacht von irgendwelchen Klingentalenten. Und dann passiert sowas. Oh Gott. Ja, ich denke mal, Arkus ist der Stärkste. Deswegen mache ich ihn zum Schluss erstmal die kleinen Fische erledigen, ne? Eruption, okay. Ja, du hast wenigstens anscheinend fähige Blades dabei. Das freut mich. Ich glaube, Rex auch. Ne? Ist das jetzt nur gerade bei Nia das Problem? Ich glaube fast, oder? Das wäre dann gar nicht so schlimm. Ah ja, genau, der hat hier Percival. Doch, doch, doch. Da habe ich nur gerade das Pech, dass ich auch noch Nia spiele. Nur sie gerade schlechte Blades dabei. Ist natürlich großartig. Aber egal. Ihr seht ja, wir kommen gut zurecht. Ist ja nicht wirklich schwierig oder so. Ich brauche ja, ich hau jetzt keine Angriffskette mehr raus, auch wenn da gerade ein Siegel drauf hat, ganz im Ernst. Das ist einfach Quatsch. So, okay. Dann machen wir das Ganze nochmal so. Okay, du könntest weitermachen mit Epidemie. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil ich habe ja zwei Windblades dabei. Ich werde zwar nicht viel Schaden über die machen, aber es ist nicht so schlimm. Ich sehe gerade, dass Arkus relativ wenig, aber zumindest aushält, ne? Jetzt reicht's, wenn du noch öfter ausweichst, ich sag's dir. Du, ne? Boah, das zerbricht nämlich so ein bisschen unsere Kombo-Möglichkeiten. Sowas kann ich nicht ausstehen. Ich mach jetzt mal extra das hier. Einfach nur, dass ich vielleicht noch irgendwie zur Kombo komme. Ich glaube fast, das wird nichts mehr. Ja, das wird nichts mehr. Wir haben es eh geschafft. Na gut, von mir aus. So viele seltene Kernkristalle. Nicht schlecht. Inconceivable! How could we? These rats! Warned you, didn't we? You mess with Thunderbolt Zeke, that's what you get. You brought this on yourselves. Anyway, this has gone on long enough. Nighty-night, chaps! Very much looking forward to interrogating you later. Here I go! Bringer of Chaos! Whoa! Jin? Uh-oh. Where did he? Seems they don't call you Thunderbolt for nothing. That's the first time I've ever missed a vital point. You bastard! Prince! Don't worry yourself. It's just a scratch, really. Jin, are you okay? Relax, he's not made of glass. Malos? Don't mind me. I'm just a spectator. He, on the other hand, insisted on coming here to settle a score. Jin did. Correct. You will give me both the Omega Fetter and the Aegis. You just try and take them. I know you're strong, but there's no way we're giving you Pyra or Mithra. You have power, boy. Words do little. If you know what you desire, you will have to show it. Not with words, but with your own strength. Seine wahre Form. Warum erinnert mich das spontan ein bisschen an Sephiroth hier von der Stimmung, aber okay. Also Final Fantasy. Oh wow, die Kampfmusik, sehr, sehr gut.
bemerkenswert auf jeden Fall. In halt sofort an irgendeinen richtig gut gemachten Film, was das betrifft. Na komm schon. Ich glaube kaum, dass wir dich zum Schwanken bringen, ehrlich gesagt. Und bei ihm mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass er uns wieder zum Schleudern bringt. Das war das, was mich beim letzten Mal so extrem aufgeregt hat. Ich wollte mir eigentlich sogar mal, genau, Schleuderresistenz geben. Da spricht man's an. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir noch lange nicht am Ende des Spiels sind. Dementsprechend sollten wir irgendwann zu einem Bosskampf mit ihm kommen nochmal. Ich werde mich sowas von mit Schleuderresistenz eindecken, das glaubt ihr nicht. Das war wirklich das, was mich nervt. Ach, ich habe ja Erde 9 sogar dabei. Ich habe ja nur einen getauscht, mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ich sehe nur so Windblade. Oh, okay, das ging schnell. Ich habe ihn zum Schleudern gebracht. Yeah. Was ist das? Ja, ist anscheinend sehr, sehr schnell. Oh Gott. Selbst für diesen Blick, oder? Er kann das wahrscheinlich sogar sehen. Vielleicht hat er auch eine ähnliche Fähigkeit, das kann natürlich auch sein. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was Rex hier am Leben halten kann. Autsch. With wounds like that, they're done for. It's their biggest weakness. Your struggle is pointless. My power gives me control over all elementary particles. Party what? This allows me to accelerate my body to the speed of light. No matter how far ahead you can predict, your movements themselves are limited. You are no match for me. Mitra! I'm still here. Rex, we have to slow him down. Match light speed with light speed. Got it. Okay. Here we go. Didn't I tell you? I can manipulate elementary particles. And the Aegis's attacks are nothing but a stream of particle energy. Particles that form it are too heavy to truly reach light speed. The result is obvious. Oh, no. Mithra's attack didn't... Jin. It's over, boy. Eat this! Of course. That's why you were at Banner's factory. You won't win so easily! Lady Morag! Whoa. You're quite a looker from up close. Killing you will be such a waste. Let me go, you pig! Stop it. I'm surprised you're still breathing. Relax. You'll be able to rest after I've pried that core crystal from your chest. I won't die here. I have to reach Elysium. I have to find... the answers we're all looking for. What answers?
In this world, there are no answers. Enough! I'm the one you want. Isn't that right? Leave them out of this. Aw, look. What a touching scene. Are you going to beg for their lives? No mockery, Mick. This is serious business. Put the sword away, Jin. If not, I'll... You'll do what, exactly? I will... annihilate myself. What? You need me alive, don't you, Malos? You worked that much out, did you? Well done. But how would you make good on that threat? You don't have that kind of... Are you so sure about that? This is a shock. I didn't think you had it in you. What's going on? She's controlling Mithra's artifice herself. She's controlling Siren through sheer willpower? Go ahead. I'll deflect it with my powers. Just like before. You could do that. If I use the particle cannon itself. But this is the targeting ray. It moves at the speed of light. And if I turn up the output just a little, that light alone has enough power to annihilate a single blade. You. One signal from me, and my body will be scoured from this world, faster than you can blink. So, Jin? How unexpected. That you and Aegis would say something like that. So you'll do it. Open the gates to Elysium for us. Yes. If that is your wish. Don't, Hyra! They'll just... Jin? Very well. Hyra, Mia, keep Rex safe for me. No. No way. I don't agree to this. I'm really sorry, Rex. Hyra. But why? Tyra! Look at the state of you. You hadn't even noticed. Your own blade has been wounded so deeply, and all you can think of is yourself. You awakened the Aegis. I thought you might have been different, but you're just... a fool.
pitiful, childish fool. Ja, da wären wir wieder. Das war Kapitel 6, okay. Damit ist Pyra jetzt wohl erstmal endgültig verschwunden, was? Oh Mann, war das andere erstmal was, um uns so ein bisschen darauf vorzubereiten, oder was? Das war unerwartet. Schon wieder überschlagen sich die Ereignisse, oh mein Gott. Einfach nur, oh mein Gott. Okay, alles klar. Gut. Meine Güte. Okay, ich glaube, wir brauchen mal wieder ein paar Antworten auf sehr, sehr viele Dinge. Nach wie vor ist Shin genauso mysteriös. Außerdem glaube ich, er hat eine leicht verschobene Wahrnehmung, weil das zum Schluss konnte man nun wirklich nicht unbedingt so behaupten. Zudem Rex ja ständig von Pyra spricht und nie von sich selbst. Aber okay, wie auch immer, das ist mir nur so ins Detail, es ist mir nur noch aufgefallen. Oh Mann, ich würde sagen, wir hören hier auf, damit wir beim nächsten Mal wieder schön mit Cutscenes loslegen können, direkt. Das wird ja da ein interessanter Einstieg, da bin ich ziemlich sicher. Wow, okay. Was soll man dazu schon noch sagen? Wir werden sehen, wie sich die Story jetzt weiterentwickelt. Puh, schon wieder so ein Überraschungsmoment, aber gut, das ist typisch für die Entwickler hier. Monolith hat das irgendwie drauf, die schaffen das immer wieder, tatsächlich ständig für Überraschungsmomente zu sorgen. So beim klassischen Drama hast du ja so deinen Höhepunkt, du hast auch so einen Wendepunkt und so. Aber die machen ihre Story wirklich so, dass es ständig Wendepunkte geht. Es gibt Wendepunkt nach Wendepunkt, das ist echt interessant. Das variiert so stark von der typischen Dramenkurve, es ist unglaublich. Aber das mag ich auch, weil das ist ein echt guter Ansatz und der funktioniert brillant mit dem Medium Videospiele noch dazu, finde ich jedes Mal. Sehr, sehr begeistert, weil ich persönlich muss sagen, bei Xenoblade 1 beispielsweise ist das dann schon eine ähnliche Erfahrung. Das ist auch Twist nach Twist. Bin mittlerweile übrigens sogar, mir wurde sogar die Frage schon gestellt bei mir auf dem Discord, ob ich danach vielleicht Xenoblade 1 mal wieder spielen möchte. Das Spiel habe ich privat auf 100% gespielt, würde ich allerdings als LP nicht auf 100% machen. Da gibt es schon, denke ich, gute LPs, was das betrifft. Da würde ich dann wirklich nur Story machen. Xenoblade 2 spiele ich ja jetzt auf 100%, auch weil ich es halt noch nicht auf 100% gespielt habe, ist ja alles blind. Von daher, weiß nicht, wer da noch Interesse hat, aber ich kann euch nur sagen, das wird mindestens genauso gut werden. Aber wie auch immer, das nur so nebenbei. Über die Story und so machen wir beim nächsten Mal uns mehr Gedanken, wenn wir dann noch mehr Informationen haben, nach den weiteren Cutscenes, die jetzt wahrscheinlich folgen werden. Insofern natürlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Xenoblade Chronicles 2.